komme ich denn da runter? Ich glaube nicht, dass das passt. Ich habe drauf geschissen. Oh, hier sind Lager. Gibt's viele. Sechs insgesamt. Habe ich genug? Nee. Ich habe das Gefühl, wir haben noch einiges nicht mitgenommen, aber das meiste. Da geht's hin und da müssen wir auch lang. Kann ich irgendwas kaufen? Vergesse. Da gibt es auch noch was, aber da komme ich doch nie wieder zurück. Ne, das kannst du vergessen. Bei aller Liebe. Einfach rein. Auch noch dieses Pferdeviren. Du hast es nicht verdient, ein Pferdeviren zu bekommen. Vita-Coin. Orbitstation. Hey June, das ist das Ticket zum Himmel. Ich habe hart gearbeitet, um es zu bekommen. Die Kolonie ist sicher vor den Monstern, also mach dir keine Sorgen. Denk mir lieber daran, dass wir uns wiedersehen, wenn du, sobald du sicher hier ankommst. Sag mir Bescheid, wenn du unterwegs bist. Geht. Aber gut, ich mache es ja auch auf die Feigling-Methode. Mach die Kacklappen alle kaputt. Oh, hier ist noch ein Mensch. Meine Güte. Ich
Stadt ist gefallen und im Wasser versunken. Was ist nur passiert, während ich ein paar Sekunden lang ohnmächtig war? Ich würde sagen, du warst nicht nur ein paar Sekunden ohnmächtig. Du hast ganz schön was aufs Fressbrett gekriegt, mein Guter. Ich will nur einkaufen, ich muss nicht heilen. Upgrade-Station wäre cool. Auf der anderen Seite muss es jetzt auch nicht unbedingt sein. Das kriegen wir schon hin. Ich will so nah wie möglich ran. Da gibt es noch was. Mann, toll. Super. So, da unten gibt es aber bestimmt noch so ein paar Schreckgespenster. Alter, was geht hier ab? Wandelnde Granaten. Und dann kam ich von hier, ne? Hier muss ich lang. Es ist doch unglaublich. Hä? Was machst du denn da? Oh, fick doch. Kann der nicht einfach stehen bleiben? Oh, meine Fresse, ey. Also Jump'n'Runs möchte ich von dem Entwickler überhaupt nicht sehen. Lass mich raten, natürlich auch neue Blaster zählen. Thank you.
dein Feind ist. Also schon bei Amateuren und Lappen, aber... passiert. Das ist ein Charakter, meint. Ich bewege mich nicht. Der Controller sagt zwar, dass ich mich nicht mehr bewegen muss, aber... geben. Oh, Gott sei Dank. Ist mir schon klar, dass das geil ist. Aber das sind doch einfach so lapalige Strecken. Da gibt es auch Truhen. Ich weiß halt nicht, ob das Sinn macht. Ja, wir sind bei dir. Leg dir den Weg gut ein, sonst verläufst du nicht. Legionär, wir hatten uns am Stadtrand versteckt und warteten auf die richtige Gelegenheit. Aber die Gelegenheit kam. Die Trümmer der Kolonie fielen vom Himmel. Und ein Bericht kam rein, dass ein Riss im Damm zu sehen war. Die Stadt war innerhalb weniger Sekunden überflutet. Prägt ihr den Weg gut ein, sagt er. Hin von außen. Ich habe ständig so kleine Audioabbrüche. Habt ihr das auch? Was manchmal das Spiel? Oder kommt mir das vor? Warum bekomme ich das Gefühl, dass gleich ein Vieh kommt, was sich verfolgen wird und du zurück wegrennen musst? Na, ah, das war ja so ein Resident Evil Ding. Aber gut. Das muss ich gestehen. Bye.
Die sind alle tot. Ich bin der Einzige, der überlebt hat, der noch am Leben sein, der noch an seinem Leben festklammert. Ich kann mich nicht wehren oder wegrennen. Mein Schmerz endet heute. Warum kriege ich jetzt noch so viele Nano-Elemente? So. Und wie komme ich hier jetzt wieder raus? Achso, deswegen sind die Dinge. Okay, verstehe. Hier laufe ich doch nur zurück. Ach, nach oben müssen wir. Okay, die springt nicht nach rechts. Das bedeutet, wir müssen hier irgendwie rein. Das halte ich auch für Quatsch. Oh, komm schon! Alter! Das habe ich mir eher gedacht. Das habe ich mir eher gedacht. So beengte Gegner. Diese Gegner mag ich nicht, weil sie halt sich wegteleporten. Wenn du da mal kein wenn du da mal richtig Probleme hast. Warte, bis diese hohen Box sich umdreht. Alter, hat die Beine gespreizt. Hat er nicht mehr viel gefehlt. Gefunden!
Ein Kokon! Erledigen wir das schnell. Achtung, das sind echt viele. Also kein Problem. Der mit Schild alles anrichten kann. Ich hab noch nie mit so einem Schildgegner so krass zu kämpfen wie hier. Hätte wahrscheinlich damals mal bei Florencia mitarbeiten sollen. Kann ich das öffnen? Danke. So. Nehmen wir mal mit hier. Hier ist noch was. Drohnen-Upgrade-Modul. Da geht's weiter, ja. Ach ja, natürlich. Daran merkt man, wie es ist einfach falsch ist. Nimmt einfach Scheißgegner, die eh nicht sind. Einfach davon massiv viele rein. Und wahrscheinlich alle Gegnertypen. So, gibt's jemand, der seinen Senf dazu geben wollte? Nein? Okay, super.
komm, Mädel, auf. Lager! Sprengpatrone ist, keine Ahnung, habe ich echt viel zu wenig benutzt. Mir war gar nicht klar, wie lange wir bis hierher brauchen würden. In diesem Bereich gab es früher kaum Nativas. Weißt du, damals mochten die noch kein Wasser. Aber so wie es aussieht, haben sie sich weiterentwickelt. Mittlerweile würde es mich nicht mal wundern, wenn Nativas unter Wasser leben. Gehen wir zurück zur Straße. Das, was ich da oben höre, hört sich komisch an. So, das haben wir. Ich investiere hier mal ein bisschen rein. Die Kamera geht automatisch nach oben. Deadass, please grab me, deadass. Wir haben doch ein bisschen mehr als die Hälfte geschafft, oder? Mal gucken, da gibt's doch bestimmt noch irgendwas. Ne, das ist nur Design. Okay, immerhin. Eve, wir sind hier noch nicht fertig. Wenn auch nur einer übrig ist, kann der Tetrapod nicht fliegen. Da hinten der. Oh. Die spawnen nicht. Die normalen Nativas ja, die anderen nicht. Die großen. Das sind ja feste Fixpunkte, die ich killen muss. Guck, die spawnen, aber die großen nicht. Ah, da waren zwei. Na, oh, ich habe keine Lust, mich jetzt mit denen rumzuärgern. Yeah.
Komm schon. Na komm her. Huba! Eine riesige Welle hat die Stadt überrollt. Überall zwischen den Trümmern der jetzt überflutete Stadt treiben Leichen im Wasser. Das Kommunikationssystem ist auch ausgefallen. Ich bin mir sicher, dieses deformierte Insekt ein Tiber ist. Der Gedanke allein bereitet mir Unbehagen, aber es sieht uns sehr ähnlich. Tja. Woran mag das wohl sein? Was mag das wohl? Ah, da unten. Und wie soll ich da hoch? Wie soll ich wieder hochkommen? Das ist zu hoch. Da kommst du nicht runter. Lasst uns weiter an den Schienen entlang. Die 37. Gold oder was weiß ich, die hätte sie sich sparen können. Da war mir klar, dass wir da diese Schiene entlang müssen. Von hier aus kommen wir runter zum Kokon. Aber dort ist auch ein Weg, der nach oben führt. Eve, es ist deine Entscheidung. Die Viecher sind echt asozial. Sehr gut. Danke, Eve. Oh, Silo Milo.
Also ich könnte zurück, ich könnte auch mal gucken, was da ist. Würde mich mal so ein bisschen interessieren. Weil wir werden hier sowieso angehalten, ziemlich lange rumzugurken. Also könnte ich mal gucken, ob ich nach links komme. Oder hier. Na, hier gibt's nichts, okay. Hier könnte ich ja eher abrutschen als auf dieser anderen Straßenseite. Auf diese, als auf dieser anderen Achterbahn, aber okay. Rollerblade! Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade lang laufe. Keine Ahnung, was ich hier gerade gemacht habe. Ich werde mich aber nicht hinsetzen, damit die Viecher nachspawnen. Aua, du verfickter Fotzensack. Diese kleinen Wichsviecher, ne? Na, Damage macht schon was. Ich weiß nicht, ob ich gut vorbereitet war. Sag mal, was ist denn hier? Ist aber Ruhe im Karton. Denn überhaupt? Gibt es hier wenigstens irgendwas, was sich lohnt? Eine Leiche und eine Kiste. Ich hoffe, ich komme hoch zu der Kiste. Sonst wäre die sauer.